Hey Freunde, willkommen zu Circle of Kerzhoven, ein kleiner Angezockt von Kerzhoven, ein einzelner kleiner Indie-Entwickler, der das Spiel seit vielen Jahren entwickelt, fand ich mega cool und vielleicht der Geheimtipp für euch, um die nächste Zeit ein bisschen totzuschlagen, jetzt wo die Demo-Woche anfängt. Lasst mich ganz kurz erklären, worum es geht, bevor wir direkt starten. Und zwar, ihr seid in einer übervölkerten Welt und Kerzhoven lädt euch ein, in ihrer noch freien Welt dort ein eigenes kleines Imperium aufzubauen. Hat ein bisschen was von Banish, ein bisschen was von Going Medieval, nur ohne das Kämpfen. Und ziemlich cool. Und während wir jetzt die Vorbereitung machen für das Spiel und es dann starten, lasse ich euch kurz einen Ausschnitt aus dem Trailer. Schon ziemlich cool, vor allem die Musik in dem Spiel gefällt mir richtig gut. Und jetzt kommt auch die Geschichte, die euch das ganz grob nochmal erklärt. Ihr seht hier so eins der alten Dörfer so im Hintergrund. Vermutlich hast du bereits gehört, wir wollen das riesige Region Kerzhoven erschließen. Ich weiß, das mag einige überraschen, zumal unser Land nur eine kleine Bevölkerung hält und so kaum Steuern anfallen und gerade die Region ist beinahe menschenleer. Ihr müsst die Situation des ganzen Kaiserreichs betrachten. Im Norden und Süden des Reiches beobachten wir einen rasanten Bevölkerungswachstum. Schon jetzt wird es immer schwieriger für das einfache Volk. Die Höfe werden immer kleiner zerschnitten, also wie bei uns im Real Life. Reale Abteile während der Steuern gleich hoch bleiben und sogar steigen, kennen wir ebenfalls. Neues Land nur begrenzt durch Rodung oder durch Erschließung weniger optimaler Gebiete gewonnen werden. Sitz im Adel gibt es mehr und mehr nicht erbberechtigte Nachkommen. Erinnert mich ein bisschen an Raubritter. Ich denke, du erkennst, worauf ich hinaus möchte. Wir können mögen einige der größten Ländereien des Reiches sein, dennoch sind wir unbedeutend. Und das muss nicht so sein. Und deswegen, Freunde, sind wir jetzt hier in Kerzhoven und erschließen uns jetzt hier unser eigenes kleines Gemeindezentrum. Bauen jetzt einen wirtschaftlichen Standort für diese ganze Region und bauen die neu auf. Mega cool gemacht. Blablabla, bla, bla, erzählt ein bisschen über die Mission. Machen wir erstmal das weg. Ich habe mir das schon alles durchgelesen. Mega cool. Du hast auch mehrere Karten. Fangen wir mal damit an, mit der Map. Okay, es ist ganz am Anfang, Demo und so, bla. Hier seht ihr verschiedene Regionen. Und jetzt können wir zum Beispiel nach Lakes gehen. Und in Lakes sehen wir jetzt, da wie so eine fertige Stadt aussehen kann. Ziemlich cool gemacht. Thalheim. Das ist hier so eine Pizzaküche. Die können wir natürlich noch nicht bauen. In der Demo. Hier ist das Gemeindezentrum, das ist unser Ziel. Dafür brauchen wir viel Holz, viel Stein und bla und Wasser und Tiere und Tod. Und deswegen, Freunde, starten wir mal ganz vorne in unserem kleinen stillen Örtchen Hill. Es ist auch das erste Spiel, das ich kenne, was 9 Zeitbeschleunigungsstufen hat. Ich kann zwischen 0 und 9 jede Zeitbeschleunigung auswählen. Wahnsinn. Also, es gibt viel zu tun. Machen wir das mal weg. Unsere Mission ist, die Reise beginnt. Du bist beauftragt, eine neue Siedlung in abgelegenen, unbekannten Ecke des Königreichs aufzubauen. Falls du auf einheimische Gruppierungen triffst, soll die friedliche Handel etabliert werden, bla bla bla. Wir kennen uns, wir werden sowieso die Leute überzeugen, dass wir sowieso besser sind. Müde von der tagelangen Reise, aber voller Euphorie über das bestehende Projekt erreicht ihr eine Gruppe. Erreicht eure Gruppe einen geeigneten Ort für einen Neuanfang. Mitgebrachten Waren werden gesichert und die Umgebung erkundet. Bla, 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 gemeine Haus. Gut. So, das ist also unsere Map. Wir haben hier so einen kleinen Fluss, der aussieht wie ein Burggraben. Hier oben haben wir einen See, da ist ein bisschen Stein, das wir dann generieren können. Hier oben haben wir Bären, da wäre eine Sammelhütte gar nicht so blöd. Hier haben wir einen See für einen Fischer. Habe ich euch mal erzählt. Ich habe nämlich, als ich mich hier durchgelesen habe,
gesehen, hier habt ihr verschiedene Stufen. Natürlich ist die Stufe 3 in der Demo noch nicht so verfügbar und die 2. Aber wir können ganz einfache kleine Sachen machen. Und dann habe ich gelesen, warte, wo war das? Ne, das war hier in der Produktion. Genau, Handdrehmühle. Es ist ziemlich viel Arbeit, das Korn mit Hand zu malen. Habe ich selber mal gemacht, damals wir fangen jetzt mal an mit so einem Forstplatz und sammeln jetzt hier ein bisschen Holz. Und dann erzähle ich euch die Geschichte von damals, aus meiner Kindheit. So, Holz. Hier haben wir viel Holz. Zu weit weg. Ist das egal? Ich denke, das ist egal, ne? Was soll, die Dinger sind hier grün. Kann man die drehen? Ja, natürlich. Ratet mal, mit welcher Taste. Ja, genau. Ja. So, da machen wir das hin. Zack. So, jetzt haben wir hier schon unseren ersten Holzfäller. Dann hatte ich hier, das war die Stauwehr. Irgendwo hatte ich Straßen gesehen. Ja, Feldweg. Okay, fangen wir mal damit an. So, ach krass, guck mal, dann können die hier rüber gehen. Haben wir dann hier direkt schon den schnellen Weg. Warum sollen wir dann außenrum gehen? So. Und trotzdem hier nochmal einen Weg machen. Ah ja, who cares? Was soll nix. Machen wir das hier auch nochmal. Nehmen wir den Weg hier direkt mit und gehen einmal scharf hier rüber. Zack. Die Musik in dem Spiel finde ich schon mega cool. Ziemlich entspannt, ziemlich idyllisch. Dann lassen wir die Leute jetzt mal hier einen Forstplatz bauen für Holz. Also unsere kleinen Manneken. Die haben da nicht nur verschiedene coole Effekte, sondern sind gerade noch in der Paarungszeit. Tragzeit 9 Monate, wie so ein Tier. Die Bedürfnisse sind ja schon krass. Ich möchte nicht verhungern, ich möchte nicht erfrieren. Also was die wollen, das ist schon Wahnsinn. Ich brauche ein paar Tücher zum Kühlen im Sommer. Okay. Und eine gewisse Hütte wäre auch nicht schlecht. Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Aber hier Stufe 2, Freunde. Ich würde gerne von einem Teller essen. Ein Arbeitsplatz für die Gemeinschaft. Ein Stück Stoff um meine Füße. Freunde und Familie. Leute, wenn die das alles erfüllt haben, die leben ja besser als ich. Wahnsinn. Gut, jetzt haben wir hier einen Forstplatz. Und die fangen an und holen Holz. Perfekt. So, dann machen wir mal weiter. Als nächstes brauchen wir was zu essen. Ich habe überlegt, guck mal, hier ist alles. Können die alles holen? Lass sie mal hier hinstellen. Ja, das passt. Und Steinzeug holen wir hier oben. Seht ihr das hier? Das hier wird dann grün oder nicht grün? Machen wir den hier hin. So, perfekt. So, jetzt haben wir die Basics. Da kann ich euch ja meine Geschichte erzählen. Wir waren damals in der Grundschule, waren wir auch da in so einem Natur- und Ernährungsschulungsinstitut. Direkt an dem Fluss. Kam dann da morgens hin, das war irgendwie in 2., 3. Klasse. Und dann sind wir erstmal in den Wald gestapft und haben wildes Weizen und Gras gesucht. Und dann haben wir das gepflückt, das wilde Weizen. Und dann haben wir Mörser bekommen. Und weißt du, wie lange das dauert, um erstmal Spreu von Weizen zu trennen und dann das ganze Ding mit der Hand zu mahlen? Das ist ja Wahnsinn. Und dann hatten wir nach einigen Stunden gerade mal eine Handvoll Teig, Mehl, das wir dann mit Wasser vom Fluss gemischt haben. Und dann haben wir dann das im Ofen gebacken. Wir hatten so eine Art kleines Fladenbrot. Mal davon abgesehen, dass von dem Fladenbrot einfach die Hälfte immer noch Körner waren, weil man die nicht gemahlen gekriegt hat mit der Hand. Also größten Respekt vor denen, die früher mit Hand gemahlen haben. Kann ich mir gar nicht vorstellen, eine Handdrehmühle, Wahnsinn. Steht auch da. Aber einige Durchgänge kann das Mehl abgepackt werden. Ja, das dauert ewig. Herzlichen Glückwunsch. So, die wollen also eine Strohhütte. Strohhütte. Was sie alles wollen. Eine kleine Hütte ist größer? Ja, ist sie.
Ja, pass auf. Machen wir Folgendes. Machen die hier und bauen dann hier später die Hütten und reißen die dann hier ab. Aber erstmal haben wir eine Feuerstelle. Damit es denen gut geht. Das wird so unser Zentrum. Zack, bam. Und dann machen wir unsere Strohhütten drumherum. 1, 2, 3, 4. Ist ja gar nicht so gut. Ach, guck mal, jetzt sehen die anders aus. Weißt du, wie viel brauchen wir? Für 2 Dorfbewohner, wie viel haben wir? Wir haben 8. 4 Hütten. Aber mein Ziel ist ja zu wachsen. Denn Wachstum ist das wichtigste Gut. Sogar ein wunderschönes Sprichwort dazu. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Aristoteles hat das mal gesagt. So, dann haben wir das schon. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben Wege und wir haben Strohhütten. Ne, sogar genug, um zu verdoppeln. Was nehmen wir als nächstes, Freunde? Ist das eigentlich schlau, wenn ich jetzt so viel baue? Ich meine, ich habe 8 Leute. Ey. Ich glaube nicht, dass die... Oh, guck mal, hier sammelt sogar Pilze. Haben wir jetzt schon Pilze? Also hungern werden wir nicht. Aber im Moment essen die eher alles, was sie kriegen. Der hat jetzt Wald. Personal, 1. Okay. Sollen wir den feuern? Nee. Können wir händisch mehr? Nee. Populationsstart. Das haben wir schon im Trailer gesehen. Da kann man dann immer sehen, wie die Tiere wachsen. Ich glaube, diese Tiere hier, Rothirsch, das können wir auf jeden Fall jagen. Die Population sieht ganz gut aus. Müssen wir natürlich dann immer im Auge behalten, ne? Wir dürfen dann natürlich nicht unterm Stand die jagen. Sonst... Und ihr müsst aufpassen, dass die Wölfe nicht zu hoch wachsen. Weil das frisst unser Wild. Der Mensch, der könnte auch mal wieder sich ein bisschen vermehren. Test Human. Was soll das denn sein? Gibt es hier künstliche Menschen? Wahnsinn. Okay, Phasen. Ja, ja, bla. Bla, bla, bla. Einfach Kleidung. Okay, da steht's nicht. Journal und Diplomatie, Fraktionsdaten. Lager, okay. Wasser. Wir brauchen immer Wasserzugang. Außer wenn wir Farming machen später. Ich habe überlegt, wir können ja dann hier wunderschöne kleine Farm machen. Das stößt einem ja quasi ins Gesicht, dass man hier Felder hinsetzt. Bauen wir so eine süße Brücke wie hier vorne. Und Stundenplan. Ich glaube, 12 Stunden Arbeit ist schon okay. Da kommen die schon mit klar. Dafür kriegen die irgendwann, wenn die schnell hart genug gearbeitet haben, Bier und so. So, was ist das hier? Ein Busch? Was will ich mit einem Busch? Umweltdaten. Habe ich auch gesehen. Du kannst dann sehen, wo hier die Wasserquellen, wie hoch die Hitze ist und so. Schon cool gemacht. Also du kannst echt viel machen mit der... Dein Spiel. Nee, das machen die wohl alles automatisch. Okay, neue Siedlung. Wir haben jetzt den Baustelle, wir haben den Forstplatz, die Sammelhütte. Jetzt brauchen wir noch die Strohhütte. Baue nicht zu viel auf einmal. Habe ich nicht gerade gesagt, wäre kontraproduktiv. Ja, dann probieren wir mal dieses Fast Forward. Ach, guck mal, hier sieht's man. Krass. 100-fache Geschwindigkeit. Wahnsinn. Zack, Tag ist vorbei. Sonst haben die eine Feuerstelle. Warte. Ihr stand gerade. Sind da verhungern oder so? Ich schlafe jetzt hier alle. Bedürfnisse. Zeit zum Entspannen. Wer hat denn heute noch Zeit zum Entspannen? Hunger okay, Durst okay, schläfrig. Ist okay. Gut, jetzt können wir eh nichts machen.
Notfall Geschwindigkeit. Gut, jetzt hat's Ding Ding gemacht. Ah, eine neue Mitteilung. Du hattest einen Traum. Denk mal sofort an eine schöne kleine Rede. Du hattest einen seltsamen Traum heute Nacht. Du erinnerst dich an einen Waldgeist gesehen zu haben. Sie schien freundlich zu sein und sah ruhig in deine Richtung. Mit der Zeit versammelte sich mehr und mehr Tiere um das Wesen. Einige legten sich hin und schliefen ein. Andere schauten neugierig in deine Richtung. Dann bist du durch den Lärm des Morgens aufgewacht. Okay. Was soll mir das jetzt sagen? Soll ich Jäger losschicken? Ich finde das cool, dass du jetzt auch mal so viel Vielfalt hast bei der Geschwindigkeit. Meistens hast du ja immer nur ein oder so. Jetzt. Guck mal, jetzt frieren die. Erfrierend. Wir haben 4 Grad. Und die haben nur ein paar Lumpen an, ne? Können wir nicht sehen, was die anhaben? Aber eigentlich sollten die. Der sammelt Holz. Ach, guck mal, hier können wir noch mehr Leute einstellen. Ah. Also geht das doch. Kreide holen, Früchte holen, Wurzeln, Knospen, Gras sammeln. Alles voll. Krass. Unser Ding ist voll. Wir brauchen ein Lagerhaus oder so. Feuerstelle. 4 Verbesserung. Lagerkapazität plus 30. Durch sorgsame Zubereitung und Abfallvermeidung erhält man mehr Lebensmittel aus den Zutaten. Ja, das haben wir heute nach 2000 Jahren immer noch nicht. Eine gemütlich angereicherte Feuerstelle steigert den Spaß. Oh ja, kann ich mir gut vorstellen. Mit einer Gitarre sitzen die dann da und fressen Marshmallows abends. Gesamtholzverbrauch minus 25. Das wäre schlau. Brauchen wir Stein. In Demo nicht verfügbar. Ne, Verbesserung verfügbar. Ach, das kann man zweimal machen. Warte. 1, 2, 3, 4. Ne, 1. 2, 3. Okay, man muss sich entscheiden. 2 kann man nicht nehmen. Ich denke, das mit dem Spaß ist schon wichtig. Lagerkapazität ist wichtig und Gesamtholzverbrauch ist wichtig. Ah, ich weiß nicht. Guck mal, ein riesen Lager für Lebensmittel. Wahnsinn, was wir da alles drin haben. Das Ding haben die auch gebaut. Wo immer die Holz da lagern. Ja, die haben nirgendwo mehr Platz. So, verbessert. Aber nochmal nee, ne? Materialgeschwindigkeit plus 1. Große Lumpen haben wir noch nicht. Brauchen wir einen Schneider für. Warum bauen die das nicht? Weil die Gras brauchen. Okay, das ist gleich fertig. Lagert nur Gras. Getreide ernten. Ernte und dresche die Pflanze, um die Körner zu Spreu zu weizen. Von Spreu zu trennen. Ja, ich stehe so früh am Morgen, mein Kaffee ist schon leer. Oh, Freunde, die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Und das haben wir geschafft, noch nicht viel. Ich würde sagen, wir holen auch kein Gemüse und keine Wurzeln und so. Wir holen jetzt erstmal nur Gras. Mit Korn können wir eh nichts anfangen. Wir haben keine Mühle. Ich will wenigstens ein Haus noch fertig haben. Aber ansonsten geht's ihnen gut. Alle Fleisch am Arbeiten, Stein bauen. Können wir auch mal direkt. Holz haben wir anscheinend. Oh, warum nicht?
Können wir nicht. Verbesserung blockiert. Na gut, die wollten nicht, dass wir das machen. Schade, dass die Häuser nicht fertig sind. Ach, guck mal, die Materialien haben die schon alle. Muss nur jemand bauen. Okay, dann können wir auch alles andere wieder sammeln. Was machen die denn? Warum arbeiten die nicht dran? Wer weiß, vielleicht bist du dabei, eine der wichtigsten Siedlungen des Reiches zu finden. Das wäre schön, Freunde. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wir werden auch viel mehr zusammen machen. Ein Brunnen könnte interessant sein. Ein Angelplatz, den kann man dann schön hier unten am See bauen. Dann kriegen wir auch Fisch. Und wir können zusehen, wie hier unsere Population nach oben geht. Aber ich denke, darauf müssen wir warten, bis wir das Bedürfnis, das wir brauchen. Bis wir warten, bis sie auf jeden Fall Häuser haben. Vorher werden die wahrscheinlich keine Kinder machen. Also, ich würde es nicht. Ah, das erste Haus ist fertig. Wahnsinn. Gut, jetzt brauchen wir eine Handdrehmühle und einfach einen Backofen. Jetzt nicht die Straßen zu bauen. Okay. Aber die brauchen ja alle erstmal ein Dach über dem Kopf. Wenn ich jetzt wieder baue, bauen die Häuser nicht zu Ende. Also, dafür, dass das jetzt erst nur eine Demo ist, und da kommt ja noch viel mehr dazu später, finde ich das richtig schön gemacht. Gut, man muss vielleicht noch ein bisschen das Gleichgewicht finden. Ich spiele das jetzt auch blind. Vielleicht gibt es ja hier von Ressourcen irgendwo auch so eine Lagerhütte. Ohne Sammelhütte, um gewonnene Güter und Werkzeuge zu lagern. Aber irgendwie, es hat nichts von einem Lager. Das ist Dekoration. Und Aufbewahren persönlicher Dinge. Ein Politikort. Abortgrube. Ah. Guck mal, Kohle. Wahrscheinlich dann für die Schmiede. Die habe ich nämlich hier irgendwo gesehen. Schmelzofen. Ja, Wahnsinn, was es hier alles gibt, Freunde. Aber das, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Also, wenn ihr den weiteren Teil sehen wollt, gerne liken, gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim zweiten Teil wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.